wird hier bei allen Fahrzeugen gemacht, technische Abnahme. Das war jetzt hier von Michael Lang. Dafür gibt es hier diese Lehren. Eigentlich ganz cool hier. Ja, hier. Mit dem Griff kann man gut machen. Dann wird das Chassis markiert und natürlich in die Listen eingetragen hier. Ja, ganz kurz hier. Breite wird hier gemessen. Funktioniert hier wunderbar. Die Höhe wird hier gemessen jetzt. Ja, langt aber auch. Achso, ja, genau. Dass ich, genau, wir gucken, ob alle Schrauben versenkt sind. Dann wird kontrolliert hier die Reifen. Wir fahren ja hier Einheitsreifen. Ja. Und es wird das Chassis markiert. Gab ja schon den C-Aufkleber, also einen Aufkleber gab es schon. So. Und Reifen halt wurden auch kontrolliert, dass die richtigen drauf sind. Genau. So, wird hier bei allen Fahrzeugen gemacht, technische Abnahme. Das war jetzt hier von Michael Lang. Dafür gibt es hier diese Lehren. Ganz cool hier. Ja, hier. Mit dem Griff kann man gut machen. Dann wird das Chassis markiert und natürlich in die Listen eingetragen hier. Und das wird nach jedem Lauf gemacht, wird kontrolliert hier in der technischen Abnahme, ob das alles dem Reglement entspricht hier. In Großholbach. So, das ist hier, wie hier ist das? Aus mit dem Einsatz und der Zinnitischen Abnahme. Hier ist der schon Rodewald unterwegs. Ja, das war mal ein Blick auf die technische Abnahme hier der Deutschen Meisterschaft in Großholbach. So, und hier ein Blick auf den Fahrerstand. Jetzt kann man ein bisschen lauter reden hier unten. Das ist ja wie die Borstenwasser. Und hier sieht man mal so ein bisschen auch den Höhenunterschied der Strecke. Und mit welchem Speed die doch hier lang hämmern, die Fahrzeuge. Aber das habt ihr ja gerade gesehen. Dort hinten ist das Fahrerlager und hier, wie gesagt, der Fahrerschein. Hier Großholbach, RC Club Großholbach. Morgen deutsche Meisterschaft, beziehungsweise offene deutsche Meisterschaft OR6. Man blickt hier auf die Strecke, ziemlich groß, Kunstrasen. Sehr sprunglastig. Ja, man sieht, es sind sehr viele Sprünge. Wenn man hier mal ein Auto verfolgt, das ist immer am besten, wenn man da mal dem folgt, da sieht man das. Ja, es sind drei Klassen, 2WD, 4WD und Short Course werden hier gefahren. Und wie gesagt, als offene deutsche Meisterschaft brauchte man keine Qualifikation. Ja, jetzt seht ihr, wie viele Sprünge hier drin sind. Da ist kaum ein Stück, wo man geradeaus fahren kann und Flachbahn fahren kann. Aber es ist ja Offroad, so soll es ja sein. Doch haben wir die Gegengerade.
da am Mast vorbei, anbremsen, kleiner Doppelsprung, großer. Und da haben wir jetzt jede Runde beendet. Ja, wir sind hier im freien Training. Wir sind hier im freien Training, da kann jeder fahren, wie er möchte im Moment. Wir haben hier kein Gruppentraining, morgen geht es dann erst ins Gruppentraining und in die Vorläufer. Hier beim RC Club Großheuber. Ja, hier etwas idyllisch gelegen am Standbein. Ja, sehr schön. Hinten haben wir übrigens die Zeitnahme untergebracht und die Rennleitung. Dort befindet sich das Fahrerlager, der Imbiss, WC und hier übernachten auch die Teilnehmer, die jetzt hier bleiben wollen. Ja, manche im Hotelzimmer und manche bleiben hier. Hier sind wir jetzt im hinteren Bereich. Ihr seht, sind schon hier einige Sprünge drin. Ja? Das sieht man hier erst deutlich, wie groß die sind. Man sieht auch erstmal, wie groß die Großmodelle überhaupt sind. Wie gesagt, Maßstab 1:6. Kann passieren, gerade wenn man hier zu viel Griff hat. Dort haben wir den Fahrerstand, ziemlich groß, ziemlich viel Platz, überdacht, also auch kein Problem. Und dort haben wir die erhöhte Boxengasse. Brauchen wir zwar nicht, weil nachtanken ist ja hier nicht, gerade im Vorlauf und im Finale dann erst recht nicht. Die Großmodelle fahren eine Tankfüllung durch. So. Ja, das waren mal ein paar Informationen hier von Großheuber, von der DM. Training im Moment noch. Wir machen noch ein paar Meter hier. So, hier mal kurz einen Blick. So groß sind die Fahrzeuge. Das hier ist ein 2WD, also ein Hecktriebler. Und davon gibt es auch noch eine 4WD-Variante. Und hier wird noch trainiert. So, hier kommt er jetzt runtergerast. Mal aus einer anderen Perspektive. Hier ins Infield rein. Und dann geht es auf die Gerade, auf die Gegengerade da hinten. Hier kommt jetzt der Schottkurs. Boah, die Hügel. Schon nicht einfach zu fahren. Geht dort hoch. Und hier haben wir das Fahrerlager. So, von der anderen Seite hier. Und mal ins Infield rein. Und dann haben wir hier mal von der Seite das Ganze. Hier offene deutsche Meisterschaft beim RC Club Großheuber.